Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Super Mario RPG auf der Nintendo Switch. Wir sind Wir sind jetzt in der Mine, eigentlich in den Stollen, um die kleinen Kinder zu finden, Pfaff und Pfiff, Maulwürfe, und die wollten in der Mine spielen. Technik, Blitzgewitter. Was, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So. Ja, ich habe da oben den Stern gefunden. Wo nicht hin. Okay, so geht's nicht. Draufspringen. Mein Name. Ich bin der beste Bombenleger. Der Tour? Nie gehört. Alle sagen, ich bin ein... immer ruhig, fertig. Dann kennt jeder meinen Namen. Gleich ist es aus mit euch. Okay, Technik. Geostrahl. Nein. Das. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Aber ich kann auch mal eine Größe nochmal machen. So, Technik, Gedanken wieder bitte. Okay, dann fliege ich keine. Schick, also sieht schick aus. Ah, mir heiß. Ring. Thank you.
ein Schicksal ist das. Ich bin am Ende. Ich hätte es euch ja einen erspart, aber ihr lasst mir keine Wahl. Puff doch bald. Klappe, Waschenboschel. Meine Superwaffe heb ich mir für Stärke auf für euch. Sei lieber froh, ich würde euch den Stern nicht geben. Ha, Sterne sind unsere Spezialität. Bastard. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, ihr habt das so gewollt. Hallo? Wo steckt denn das Ding? Mario! Wenn die Luft in der... Was? Wenn die in der Luft geht, fliegt die halbe Welt... Was für ein Missgeschick. Los, hauen wir da ab. Sie detoniert gleich. Oh nein, oh nein! Was für Kabel... Jetzt ist es passiert. Oh, der Kampf ist jedenfalls gewonnen. Wir sind am Ziel. Wir sind dem Ziel einen Schritt näher. Frag sich nur, wo die Maulwurfskinder unter den Sternen sein mögen. Manche Antworten lassen sich nicht lange auf sich warten. Mario, schnell, los! Dam, dam. Und ihr dritter Stern. Weiter, Freunde. Wir finden Pfiff und Pfaff, die armen Kinder. Die armen Kinder. Die bewegt sich. Bewegt sich nicht. Meine dummes Ding. Hey Onkel, hilf uns mal. Schick mal den Wagen an, ja? Hängt einen Warnschlitz zu lesen. Lesen, ja, selbstverständlich. Lore lenken, leicht erklärt. Bremsen, A. Springen, B. Schneller fahren, Pilze sammeln und X. Okay. Bremsen, springen und schneller fahren, okay. Gute Fahrt. Aufsicht, Maulwurf, Bauaufsicht. Mau, mau, bau. Au, bau, bau. Wie, wir fahren durch. Das bleibt ein Riesenspaß. Lenken. Ich hab gelenkt. Thank you.
Ich hab gelenkt. So, okay. Ah, die Pizzen sind da so eine Beschleunigung. Wie es wohl unseren Kindern gerade geht. Ach, wären die doch schon zu Hause. Mach dir keine Sorgen, Liebchen. Bis ich. Habe ich Mario unser Hilfe gebeten, dass Pfiff und Pfaff wieder sind in Sicherheit nun wieder her sind. Ja, da hast du wohl recht. Seltsam, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beiden im jeden Moment auch bei uns aufschlagen werden. Ganz sicher. Du wirst schon sehen. Wir werden jeden Moment gemütlich gleich vor der Tür. Hier sind wir da. Güte, Kind. Dass ihr das mit den Ausschlägen so wörtlich nehmen würdet. Ach, mein kleiner Schätzchen. Geht es euch gut? Puff, hast du dich nicht verletzt? Uns geht's gut, Mama. Stimmt's, Puff? Das war voll lustig. Mama. Der Kleine ist ja ganz benommen. Ach, mein Schatz. Nun bist du wieder sicher. Piff, habe ich dir nicht schon mal gesagt, dass du nicht alleine in die Mine gehen sollst? Ach, lass sie doch gut sein. Freu dich einfach, dass sie wieder zu Hause sind, die beiden. Und Mario haben wir uns auch noch nicht anständig bedankt. Och, wie peinlich, Mario. Wir können dir ja gar nichts genug für alles danken. Das Dach. Was soll damit sein? Ach, zerbrech dir darüber nicht deinen Kopf, stimmt's, Schatzi? Ja, stimmt. Die kaputte Stelle haben wir ruckzuck wieder geflickt. Und falls du mal handwerkliche Hilfe brauchst in deine Höhlen heim benötigst für solltest, lass mich das wissen. Vielen lieben Dank nochmal, dass du unsere Kleinen wieder nach Hause gebracht hast. Du hast nicht nur die Kinder für 5 auf, sondern auch einen Sternschatz gefunden. Doch wo steckt bloß die Prinzessin? Sag Bescheid, bla bla bla, okay. In Richtung Hetz. Na, sag Bescheid, ja, ich weiß. Das war toll, die Lohrefahrt, darf ich das nochmal machen? Nochmal? Ja. Sniffers, Nummer 1. Sofort zurück, hier hinten, Käfer. Willst du denn nicht im Borsten gutes Stube spielen kommen? Genau, abhauen. Wir wollen nur noch spielen. Komm her, Käferchen. Oh, jawohl. Auf die Beine.
Wir sind ja schon nichts. Wir tun dir sonst nichts. Tun wir. Wagt dich, diesen Geber und zu tauschen? Das ist ein Geschenk für Boris Tod. Und ob er das ist? Ja, mit dem Krabbler. Und keine Fiesimatenten. Oh jawohl. Hör auf die Beine, sonst wird alle traurig, wir sind's. Boris hat einen Käfer total lieb. Aber im Moment hat er viel zu tun, um selbst welche zu fangen. Genau, weil die Prinzessin vom Himmel gesegnet ist und so. Und die muss er ja unterhalten. Oh, jawohl, hör auf die Beine. Jedenfalls sind wir gerade für Posto auf Käferjagd. Sind wir. Ja, wir sind. Wir. Also, her damit. Wir wollen ihn haben. Wollen wir. Nein, er entflüchtet. Wir sollen ihn fangen. Wir müssen. Was hier ist, Herr Kind? Maulwurf, Kinderpalampasar. Willst du vielleicht ein Fundstück? Ja. Dann bring mir eine schöne Feuerwerksrakete, dann tausche ich gegen meinen Stein. Mein Lieblingslied. Mir. Und so beginnt mein Lieblingslied. La. Beginnt mein Lieblingslied. Ups. So geht das nicht. Mir ist nur langweilig, aber wenn du in die Berge gehst, kannst du ein echtes Lied hören. In die Berge gehst, kannst du ein echtes Lied hören. Hier ist sonst nichts. Da waren wir schon. Schon mal, ja. Das Loch hat meine Gemälde hingebuddelt. Das geht runter ins Lore. Egal was.
Und wie brauchen wir Feuerwerk? Bad, tut Bad oder so. Sie von, okay. Aber ich kam hier ein Kritiker vorbei. Ich hieß Tod Hart oder Tod Bad. Oder so ähnlich. Er murmelt was von Musik an sich. Aber nicht hier übernachtet, sondern in gleich weiter in den Kopfzone gezogen. Ach, die Geschäfte laufen nicht so gut. Möchtest du vielleicht ein bisschen für die Nacht mieten? Nee. Ich habe mir schon mit Papas Lohl geworden. Wie kann ich dir helfen? Ein Keks wäre nicht schlecht. Feuerraketen, ja klar, hoffe ich. Okay, Feuerwerksraketen. Das heißt also. Hier. Aber tauschen. Feuerwerksraketen gegen Funkelstein, ja klar. Danke schön. Du kriegst einen Funkelstein. Glücksjubel, nutze im Kampf. Du hast Glück. Funkeljuwel, ein funkelnder Stein. Mir ist langweilig, aber wenn du in den Berg gehst, hörst du ein echtes Lied. Wenn du in den Berg gehst. Wenn du hört, diese Boss wurden in der Nähe. Mir gefallen. Weil das eine Prinzessin ist, bla 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 bla. Okay. Warte mal. Okay, hier sind wir wieder da, okay. Ich will das Lied haben. Weil vielleicht kriegen wir da was. Wir haben sogar 500 Talerchen. Für Raketen bezahlt. Was kompletter Bullshit ist. So.
haben wir schon. Muntermachung. Also können wir wegen so Items formen. Und Erfahrungspunkte. Also ich hoffe Erfahrungspunkte. Ja, ist das shit. Aber kein Geld, aber egal. Level 9. 5. 1, 1. 1, 3 Angriffe. Ja, das genau das meinte ich. 3 Angriffe. Ja. Nur auf einen Gegner bestimmt. Ja. Was? Thank you.
Mario muss sich heilen. Das ist total geholfen. So, speichern brauche ich nicht. Okay, Malova wird auch gleich Level auf die kommen. Eins. Drei. Ja, Magie wird lohnen. Magiestärke. Keine Gründermünze gekriegt. Oh, Frosch. Ja, okay. Haben wir gekriegt. Okay. So. Froschschild. Loreling allein gemacht. Gute Fahrt. Oh, Marco. Okay, dann fangen wir mal runter. Alter. Willi? Abgelenkt.
Ei, Multibremsen. Lol, ich bin da rauf gegangen. Lol. Okay. Ich dachte schon, das wird noch lahmarschiger machen als beim ersten Mal. Ja, Rekord liegt bei mir, ne? Das ist ein neuer Rekord. Okay. Ja. Oh. Wird das wie wird es genannt? Bordos Bergpass. Das machen wir beim nächsten Mal. Also beim nächsten Part. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist gemacht. Däumchen hoch, kommt runter. Und morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.